Hallo ihr Lieben, ich sende euch ganz herzliche Grüße von der wundervollen Insel Sizilien. Wir befinden uns gerade in Cresta, hier ist unsere Unterkunft, ca. 2 Kilometer Luftlinie vom Mittelmeer entfernt. Und wenn ich hier rüberschaue, sehe ich auch das wunderbare Mittelmeer und auch eine kleine Stadt an der Küste. Hier sind es ca. 2 Kilometer Luftlinie zum Meer, aber wenn wir zum Meer fahren wollen, müssen wir eine 10 Kilometer lange Schlängelstraße fahren. Hier liegen wir ein bisschen höher, haben schöne frische Luft und haben eine wunderbare Aussicht zum Mittelmeer. Wir waren jetzt gerade laufen. Der Henry, also unser lieber Mitbewohner und langjähriger Freund, und meine beiden Jungs, Silas und Simon, wir sind hier am Morgen oft laufen. Meist 2 Tage laufen wir, 1 Tag Pause, dann laufen wir wieder 2 Tage. Circa 3,5 Kilometer sind wir gelaufen, auch mit 100 Meter Höhenunterschied. Das macht mir immer besonders viel Freude beim Laufen, die Herausforderung. Und am Berg auch mal ein bisschen schneller zu laufen. Ich trainiere gern an Bergen. Das ist so eine gewisse Herausforderung, so aus der Komfortzone sich rausbewegen und nochmal so an seine Grenzen zu gehen. Da ruhig ich auch mal ein bisschen ziehen und wehtun. Danach fühlt man sich so unglaublich leicht und gut. Wir haben zwischendrin auch ein bisschen Qigong gemacht und ein bisschen Energie nochmal aufgenommen. Es war auch sehr erholsam, nach ein paar Sprints diese Qigong-Übungen zu machen. Dann sind wir noch ein bisschen gesprintet und gelaufen. Und jetzt mache ich mit Henry gleich noch eine halbe Stunde Kundalini-Yoga. Henry sprintet, macht hier gerade noch ein paar Sprints am Haus, den Berg hoch. Ich werde auch gleich noch ein paar Kräftigungsübungen machen, so für den Trizeps, für den Bizeps und noch ein paar Kniebeuge. Und werde mich heute mal für den Tag stärken. Und was ich auch immer wieder feststelle, wir laufen jetzt hier, seitdem wir in Sizilien sind, regelmäßig, also in einem regelmäßigen Rhythmus. Und nach wie vor reicht eine Mahlzeit am Abend, die aus wasserhaltigem Gemüse, Gemüsefrüchten und grünem Blattgemüse besteht. Und ich habe auch nach dem Laufen, nach dem Qigong und nach dem Yoga keinerlei Hunger. Ich verspüre keinerlei Hunger und trinke auch erst viel später etwas. Auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die ich so in den letzten 2 Jahren machen durfte. Es ist halt nicht nur die Ernährung, durch die wir uns Energie zuführen, auch die Bewegung, verschiedene Energieübungen, Qigong, auch Atemübungen, die Sonne, die Natur, das Barfußlaufen. Also es gibt verschiedene Quellen, die uns nähren, und die Ernährung ist nur eine davon. Neben der Bewegung auf dem Land, also Laufen, Sprinten, auch Qigong und Yoga, gehen wir natürlich hier in Sizilien auch regelmäßig schwimmen im Mittelmeer. Und was ich dieses Mal auch auf alle Fälle machen möchte, ich möchte so 1 bis 2 Stunden mich am Stück im Meer befinden, sozusagen ein Basenbad im Mittelmeer praktizieren und die Entgiftung anregen. Ich hatte ja auch kürzlich ein Video veröffentlicht. Diese Droge habe ich auf Reisen immer dabei, und damit meinte ich mein geliebtes Grassaftpulver, welches ich schon seit knapp 2 Jahren oder schon seit über 2 Jahren regelmäßig konsumiere. Und das Grassaftpulver habe ich auch dabei, sowie Silizium Plus. Und das sind die beiden Flüssigkeiten, also diese Pulver rühre ich mit Wasser an, und diese beiden Flüssigkeiten nehme ich dann am Mittag bzw. Nachmittag zu mir. Und das reicht mir wirklich bis zum Abend, auch wenn ich hier morgens laufe, sprinte, Qigong mache und Yoga. Und am Nachmittag gehen wir meistens schwimmen, gehen wir ans Meer. Und es reicht mir wirklich, wenn ich zwischen 18 und 20 Uhr dann esse. Und es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung, mit wie wenig Nahrung man auskommen kann und trotzdem leistungsfähig ist. Und ich muss da immer wieder an Galina Shatalova denken und an ihr Buch »Wir fressen uns zu Tode«. Das habe ich auch schon mehrfach in vielen Videos erwähnt, dieses Buch. Und in diesem Buch beschreibt sie auch, dass wir Menschen viel älter werden könnten, auch gesund älter, wenn wir unseren Körper nicht ständig mit zu viel Essen belasten würden. Der Körper, die Organe werden mit zu viel Essen belastet. Und die Erfahrung habe ich auch in den letzten Jahren gemacht, dass es wirklich mit viel weniger Nahrung möglich ist. Und Galina Shatalova beschrieb ja auch in ihrem Buch, dass russische Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir verschiedene Kanäle haben, über die wir uns Energie zuführen können. Und diese Kanäle habe ich ja auch schon in diesem Video erwähnt, also eben auch die Sonne, die Natur, das Barfußlaufen, Harmonie, Liebe, Freude. Also es gibt so viele Dinge, die uns nähren können. Und die Nahrung, also unsere Lebensmittel, die Nahrung ist eine
der vielen Quellen, die uns nähren. Und in unserer Gesellschaft liegt der Fokus ganz stark auf der Nahrung, obwohl uns eben auch noch viele andere Quellen nähren können. Wir müssen uns dies einfach nur bewusst machen. Ich gebe euch jetzt nochmal hier so einen kleinen Rundblick. Mal sehen, ob ihr das Meer seht. Seht ihr da hinten, was so blau schimmert? Die Küste, das kann man hier ganz gut sehen. Ich glaube, Henry ist gleich fertig. Wir machen jetzt gleich diese Kundalini-Yoga-Runde. Das ist so eine Yoga-Class. Gibt es bei YouTube, könnt ihr mal googeln. Geht so 35 Minuten. Sind tolle Yoga-Übungen, die den Rücken stärken. Die mache ich auch schon seit 2-3 Jahren. Ich arbeite auch viel am Schreibtisch, sitze vorm Laptop, habe halt auch eine sitzende Tätigkeit und das ist immer ganz gut, zwischendrin mal oder am Morgen diese Yoga-Übung zu machen und auch zwischendrin immer wieder aufs Trampolin zu gehen, Kräftigungsübungen zu machen oder eben auch zu laufen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis ganz bald.